Ja, Shalom und Gottes reichen Segen an alle Geschwister im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zur ersten Folge einer neuen Serie, und zwar das Buch der Offenbarung. Es geht um das letzte Buch der Bibel und um die Prophezeiungen der Endzeit. Und bevor wir auf die erste Folge eingehen, sei nochmal erwähnt, dass wir auch in der Serie Bibel Crashkurs 2020 auf die Endzeit eingehen werden, allerdings nur relativ kompakt, und in dieser Serie wollen wir das ein bisschen ausführlicher tun. Zunächst das Wort Apokalypse, was viele ja mit Weltuntergang und Endzeitstimmung in Verbindung bringen. Im Griechischen hat das so viel die Bedeutung wie Enthüllung oder Entschleierung. Und genau das ist es, was das Buch der Offenbarung tut. Es enthüllt, was im Finsteren verborgen ist, was finstere Mächte planen, und auch wie Gott letztendlich das letzte Wort sprechen wird, denn Jesus ist ja das Wort Gottes, das bald zurückkommen wird, um sein Königreich auf Erden zu errichten. Das heißt auch so viel wie Entschleierung, und denken wir an die ein oder andere Burka oder so, dann kann der ein oder andere vielleicht dann gar nichts mehr sehen, wenn man noch die Augen davor hält, und so muss dieser Schleier weggetan werden. Und eigentlich gibt es hier zwei Sachen zu enthüllen. Zum einen ist die Offenbarung eine Enthüllung an sich, und dann muss man noch enthüllen, wie die einzelnen Symbole im Buch der Offenbarung zu deuten sind. Jeder hat da so seine eigene Interpretation, deswegen ich mache aus meiner Interpretation kein Dogma, aber möchte euch das euch trotzdem nicht vorenthalten. Deswegen Apokalypse ist im Gegensatz zu dem, was viele glauben, nicht unbedingt was Negatives. Außerdem ist es auch nicht die Offenbarung des Johannes, denn im ersten Vers der Offenbarung lesen wir, dass es die Offenbarung Jesu Christi ist, die Gott, nämlich der Vater, ihm, Jesus, gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, nämlich uns, was rasch geschehen soll. Er enthüllt also, was verborgen ist, damit wir gewarnt sind. Deswegen, auch wenn schlimme Sachen im Buch der Offenbarung stehen, so sollen wir keine Angst haben, sondern vorbereitet sein. Darum geht es in diesem Buch. Und dann heißt es aber auch weiter im ersten Vers, dass dann Jesus Christus einen Engel gesandt hat, und der Engel hat dann Johannes diese Botschaft der Offenbarung gegeben. Es ist also die Offenbarung Jesu Christi und nicht die Offenbarung des Johannes. In der ersten Folge geht es heute um die sieben Siegel und um den Anfang der Endzeit, und da wollen wir auch direkt loslegen in Kapitel 6, da heißt es ab Vers 1: Und ich sah, wie das Lamm, Jesus Christus, eines von den Siegeln öffnete, die sieben Siegel, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Hier sei nochmal erwähnt, dass bei den ersten sieben Siegeln oder bei den sieben Siegeln generell die ersten vier Siegel auch gleichzeitig die vier apokalyptischen Reiter widerspiegeln. Deswegen nicht wundern, wenn wir uns auch automatisch, wenn wir uns mit den sieben Siegeln beschäftigen, auch mit den apokalyptischen Reitern beschäftigen werden. Nun, zum einen sehen wir hier, dass das erste Siegel vom Lamm Gottes Jesus Christus geöffnet wird, und dieses Reich, könnte man sagen, oder dieser König, der aussehen wird als ein Sieger, um zu siegen. Wir wissen anhand der Bibel, dass laut dem Buch Daniel die Endzeit losgehen wird im Nahen Osten, wenn es zum Krieg mit dem Iran kommt. Und da schauen wir nochmal in Daniel 8, und da wird ja der Widder, die Meder und Perser ebenfalls ausziehen, um zu siegen, bis dann der Westen jetzt endlich gewinnen wird. So heißt es in Daniel 8 ab Vers 4: Und ich sah, wie der Widder, die Meder und Perser, gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier, kein Reich konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Er wurde also siegreich, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes, auf die Endzeit. Der Widder sind die Könige der Meder und Perser. Und die Perser ist ganz klar, damit ist der Iran gemeint. Wer die Meder sind, das, wie gesagt, noch ein Fragezeichen, könnte Irak, Syrien, Türkei, vielleicht Russland sein, wobei da die Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Aber darum geht es hier erstmal nicht. Wir sehen hier, es ist bestimmt für die Zeit des Endes, für die Endzeit. Daniel 8, wenn sich das erfüllt, beginnt sozusagen der erste apokalyptische Reiter zu reiten. Und wir sehen ja hier auch, dass das weiße Pferd, der darauf saß, hatte einen Bogen. Und wenn es hier um den Iran geht, so schauen wir mal, was im
Prophetenbuch Jeremia geschrieben steht, in Kapitel 49, Abvers 35, da wird ja der Iran auch als Elam bezeichnet. Also der Iran hat in der Bibel viele Namen. Elam, Persien, Persisches Reich oder eben auch Iran ist der aktuelle Name. So heißt es, siehe, ich will den Bogen Elams, des Irans, zerbrechen, seine vornehmste Stärke, und will über Elam die vier Winde kommen lassen. Hier haben wir also gleich zwei Sachen in einem. Zum einen mal haben wir gelesen in Offenbarung 6, dass derjenige, der auf dem weißen Pferd saß, einen Bogen hat. Und dieser Krieg im Nahen Osten wird ja sozusagen der Anfang der Endzeit sozusagen nach vorne bringen. Und wir lesen in Jeremia 49, dass auch Elams Bogen zerbrechen wird. Also auch der Iran hat einen Bogen. Und wir lesen, dass die vier Winde über den Iran kommen werden, also über Elam. Und die vier Winde spiegeln ebenfalls die vier apokalyptischen Reiter wider. Kann natürlich alles Zufall sein, aber es sind auf jeden Fall einige Puzzlestücke, die auf jeden Fall Sinn ergeben. Schauen wir uns das zweite Siegel an. Es heißt weiter ab Vers 3. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog aus ein anderes Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hingeschlachtet werden sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Nun, wir wissen ja, bevor Frieden von der Erde genommen werden kann, muss ja erstmal Frieden installiert werden. Das heißt, es wird eine Zeit des Friedens geben, schon bevor der Messias kommt. Aber es wird ein falscher Frieden sein, auf den wir als Christen nicht reinfallen dürfen. Denn es gibt nur einen Friedefürst, und das ist Jesus Christus. Und deswegen warnt die Bibel im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, vielleicht wenn das der Antichrist sagt, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Dann gibt es keinen Frieden mehr. Deswegen müssen wir wachsam sein. Wir lesen in Matthäus 26, ab Vers 52, was wir nicht tun sollten. Jesus sagte, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und wir haben ja oben gesehen, dass auch ein großes Schwert hier dem Reiter auf dem feuerroten Pferd der Apokalypse gegeben wird. Also ein großes Schwert, das heißt ein großer Krieg. Und auch das könnte sich auf den Nahen Osten oder auf einen globalen Krieg beziehen. Denn hinter dem Nahen Osten, hinter dem Iran, sind ja Mächte wie Russland und China. Und hinter Israel steckt ja unter anderem auch die USA oder die Europäische Union, sollte man eigentlich meinen. Nun, Jesus sagt, wie gesagt, man darf nicht zum Schwert greifen, und alle, die das tun, die werden selbst durch das Schwert umkommen, spätestens im Gericht Gottes, aber schon davor in der Endzeit, denn so wie sie es getan haben, so wird es auch Jesus an ihnen tun, denn in Offenbarung 19, Vers 15 heißt es, und aus seinem Mund, nämlich aus dem Mund von Jesus Christus, geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und wir wissen, laut Bibel, laut der Waffenrüstung ist auch das Wort Gottes ein Schwert, das wir tragen sollen. Und das Wort Gottes selbst ist ja Jesus Christus. Deswegen, Jesus braucht gar nicht zu kämpfen mit einem wirklichen Schwert aus Metall, Edelstahl, was auch immer, sondern er braucht nur zu sprechen, und schon erzittert die Erde und auch seine Feinde. Kommen wir damit zum dritten Siegel, und es heißt weiter in Offenbarung 6 ab Vers 5. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Was wir hier zum einen wiederfinden, ist es beim dritten apokalyptischen Reiter, ist die Waage in der Hand. Der erste hatte einen Bogen, hier sehen wir jetzt eine Waage, der zweite hatte ein Schwert. Die Waage steht auch etwas, nämlich für Kaufen, für Verkaufen, und damit kann man natürlich Handel treiben, aber auch viel Unglück in die Welt bringen. Denken wir, was im Buch der Offenbarung steht, die Kaufleute der Erde, das waren die Großen der Stadt Babylon, der Neuen, und
die Kaufleute auf dieser Welt, da geht es auch nicht gerecht zu. Die Reichen werden immer reicher und unendlich reich. Und auch in der Armut wird die Armutsgrenze immer tiefer gehen. Die Menschen werden immer ärmer und haben überhaupt gar keine Aufstiegsmöglichkeiten irgendwann. Und so sehen wir hier auch, dass man praktisch das symbolisch mit Öl, Wein und mit Gerste und mit Weizen symbolisiert, womit man damals auch viel Handel getrieben hat. Aber was die Waage angeht, so schauen wir mal, was in vielen Versen der Bibel geschrieben steht. Wir schauen mal in Sprüche 11, Vers 1, Amos 8, Vers 5 und Micha 6, Vers 11, da heißt es: Eine falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht gefällt ihm wohl. Dir sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Efa-Maß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug verfälschen können. Kann ich rein sein bei Unrecht der Waage und wenn falsche Gewichtssteine im Beutel sind? Und das hat man damals getan und das wird wahrscheinlich auch in der Endzeit zunehmen. Man kann auf eine Finanzkrise hier auch eventuell schließen. Auf jeden Fall die Waage, die wird gefälscht und so müssen die Menschen viel mehr Steuern zahlen, als es eigentlich notwendig wäre, auch laut Bibel. Aber so werden die Menschen eigentlich, sie sind mehr oder weniger in einer Matrix und Sklaven, wie damals in Ägypten. Nur damals wussten die Sklaven, die Israeliten, dass sie in der Sklaverei in Ägypten waren. Heute denken die Menschen, sie sind frei. Aber sie sind es nicht, es sei denn, Jesus hat sie frei gemacht. Wir lesen auch im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Und geldgierig sind ja viele Menschen, auch in der Unterhaltungsindustrie, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Und auch in der Politik geht es vielen nur um Macht und um Geld. Aber es gibt auch einige Politiker, die auch gute Pläne schmieden. Aber ich glaube, sie sind in der Minderheit. Was das Öl angeht, das man ja nicht schädigen soll, so könnten wir das mit Prediger 9, Vers 8 und mit Markus 6, Vers 12 in Verbindung bringen. Da heißt es: Ebenfalls lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Zum einen lesen wir, dass man Öl nicht fehlen lassen soll auf dem Haupt. Und viele haben, der Bruder Nature23 hat darüber auch ein Video schon gemacht, dass wenn man Öl auch auf sein Haupt, auf seine Stirn einmassiert, dann, bei mir zumindest, ich kann auf jeden Fall etwas besser schlafen, also schaden kann es nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch wichtig bei der Austreibung der Dämonen oder bei Menschenheilung, dann wenn man Menschen heilt. Und deswegen ist das Öl immer noch da in der Endzeit, das wird nicht geschädigt, laut Offenbarung 6, Vers 6. Und das wird immer noch für Christen, davon können sie immer noch Gebrauch machen, um das dann letztendlich zu verwenden. Denn wir wissen ja, die Babylon-Hure ist ja eine Behausung von Dämonen und unreinen Tieren geworden. Und die kann man natürlich austreiben, denn die Geister, die man gerufen hat, werden viele nicht los. Aber mit Christus werden sie los, weswegen wir eigentlich die Geisterjäger der Endzeit sind. Wir kommen zum vierten Siegel, da heißt es ab Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh, und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Hier geht es also um den vierten apokalyptischen Reiter, den letzten apokalyptischen Reiter. Das vierte Siegel wird geöffnet durch das Lamm Gottes Jesus Christus, und das Totenreich folgt dem Tod nach, dem Reiter. Und wir sehen auf jeden Fall, dass auch hier wieder das Schwert im Spiel ist. Das heißt, es gibt auch wieder Kriege oder ein Krieg auf jeden Fall. Und alles, was hier geschrieben steht, mehr oder weniger der Krieg, also symbolisch durch das Schwert dargestellt, Hunger, Pest oder wilde Tiere, wie auch immer, das hat auch Jesus schon vorher gesagt. In Matthäus 24, Vers 7, Markus 13, 8, da heißt es, und Jesus sagt: Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und Unruhen werden geschehen. Also Kriege und Unruhen, die dann letztendlich auch zu
Bürgerkriegen kommen können oder folgen lassen können. Und deswegen sehen wir hier genau das, was da auch steht, was Jesus sagte, steht im Buch der Offenbarung, Hunger, Pest und Krieg und genau hier auch Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Und das sehen wir auch heute durch die ganzen verschiedenen Heuschreckenplagen in Nordafrika, in Pakistan und auch teilweise in Saudi-Arabien und im Iran kommt es zu Hungersnöten, weil Ernten ausgehen, Seuchen wie Coronavirus, das breitet sich immer weiter aus, Erdbeben geschehen, immer hier manchmal kleinere und dafür immer vermehrt oder auch größere. Deswegen, das wird alles noch zunehmen und Kriege, wie gesagt, Daniel 8 lässt vor allem grüßen. Und Gott hat den Menschen etwas gegeben, womit er nicht wirklich gut umgegangen ist, nämlich die Verantwortung zu haben über diese Erde und alles, was auf dieser Erde lebendig ist. Und das ist eine große Verantwortung, die der Mensch leider nicht geschafft hat umzusetzen. Wir lesen in Genesis 1, Vers 28, und Gott sprach zu ihnen, zu Adam und Eva, zu den Menschen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde, über alles, einschließlich über die Tierwelt, über die Pflanzen und natürlich auch über andere Menschen, aber der Mensch hat es leider nicht geschafft und vor allem viele Menschen tun diese Welt in der Tat, ich bin zwar kein Grüner, aber die Umwelt ist in der Tat sehr schlecht, die Schöpfung ist in Gefahr und deswegen rächt sich die Schöpfung auch, deswegen werden auch laut Offenbarung 6, Vers 8 sogar die wilden Tiere der Erde gegen Menschen losgehen. Sogar die Tiere rächen sich für das, was Menschen Tieren angetan haben, so auch der Planet Erde. Offenbarung 11, Vers 18. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass du, nämlich Gott, die verdirbst, welche die Erde verderben. Nicht diejenigen, die sich jetzt für die Erde einsetzen, für die Schöpfung und für den Schöpfer vor allem, sondern diejenigen, die die Erde verderben, werden selbst verderbt werden. Denn die Heidenvölker können zornig sein, solange sie wollen. Wenn der Zorn Gottes über die Erde ausgegossen wird, dann können auch sie nicht standhalten. Wir kommen zum fünften Siegel, das heißt weiter in Offenbarung 6, Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Hier geht es also auch um nichts Gutes, wie wir uns das wohl auch denken können. Die gläubigen Christen, die Gläubigen an den Gott der Bibel werden hingeschlachtet und ja, die Mitknechte und Brüder müssen einiges aushalten in den letzten Jahren vor der Wiederkunft des Herrn vor allem und in der Endzeit, die uns bevorsteht. Und hier geht es vor allem um diejenigen, die das Wort Gottes haben und das Zeugnis und dessen Willen auch tun. Und das wird auch in Offenbarung 20, Vers 4 deutlich. Und da wird vor allem deutlich, wie diese Knechte Gottes ums Leben kommen. Da heißt es, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. In Offenbarung 6 haben wir noch gelesen, es geht um diejenigen, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, also das Zeugnis von Jesus. Und wie diejenigen hingeschlachtet werden, lesen wir hier, sie werden enthauptet. Und auch Jesus sagt in Johannes 16, Vers 2, es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich, den Sohn Gottes, kennen. Ja, und es gibt ja so die ein oder andere Religion, vor allem eine, ohne den Namen zu erwähnen, die andere Menschen auch in der Vergangenheit und heute auch teilweise töten und enthaupten, und das auch mit Christen tun. Und diese Menschen haben ja weder den Vater noch den Sohn erkannt, weil sie nicht an den Sohn Gottes glauben. Sie glauben an einen Gott, der keinen Sohn hat. Sure 9, Vers 30 macht das deutlich. Und das kann auch Überhand nehmen. Schließlich ist diese Religion sehr weit verbreitet, auch in der Anzahl.
Aber Jesus sagte in Markus 8, Vers 35 außerdem, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wer also einfach versucht zu überleben, egal was kommt, egal was interessiert mich Gott, was kann ich ändern, was kann ich tun, was kann ich glauben, der wird sein Leben verlieren. Aber wer sein Leben verliert, indem er Menschen das Evangelium nahebringt und die von Jesus Christus berichten, damit die Menschen praktisch gerettet werden und keine Plagen zu ergehen, über sich ergehen lassen müssen, die werden letztendlich gerettet werden. Wir kommen damit zum sechsten Siegel und das hat es in sich, meiner Meinung nach, Offenbarung 6, Vers 12, da heißt es, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand, hat ja auch Jesus gesagt, Erdbeben werden entstehen, und die Sonne wurde schwarz, Sonnenfinsternis, und ein herrender Sack, und der Mond wurde zu Blut, Blutmond, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Wie gesagt, das meiste ist ja klar, großes Erdbeben wird geschehen, Sonnenfinsternis und Blutmond, die Sterne des Himmels fallen auf die Erde. Und das ist es, worum es geht. Unreife Früchte, man könnte sagen unreine Geister, denken wir zum einen an Luzifer, Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Luzifer, Sohn der Morgenröte. Also auch Luzifer wird als Stern bezeichnet, der auf die Erde gefallen ist. Ebenso werden auch Engel als Sterne bezeichnet. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 20, da heißt es, das Geheimnis der sieben Sterne, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Deswegen, wenn wir in Offenbarung 6 lesen, dass die Sterne des Himmels auf die Erde fallen werden, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, könnte man sagen, dass die Engel des Himmels auf die Erde fallen werden, wie ein Feigenbaum im Himmel seine unreinen Geister abwirft und ein starker Wind Gottes wird sie schütteln. Und das wird vor allem deutlich in Offenbarung 12 ab Vers 3, wenn wir das im Hinterkopf behalten, da heißt es, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, und sein Schwanz, nämlich der Schwanz vom Drachen, zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und wenn wir dran denken, Sterne sind Engel, also dieser Drache hat ein Drittel der Engel im Himmel auf die Erde geworfen und das sehen wir auch im Nachhinein, denn so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und genau darum geht es in Offenbarung 6 beim sechsten Siegel, wenn es heißt, dass die Sterne des Himmels auf die Erde fallen. Das sind keine Kometen, wobei die auch kommen könnten, aber es sind vor allem Sterne, Engel sind damit gemeint und die könnten sich als, was weiß ich, nicht alles ausgeben. Gechannelte Geistwesen, die Helden von einem anderen Planeten, außerirdische Aliens oder sonstige merkwürdige Phänomene. Kommen wir zum letzten, zum siebten Siegel. Wir müssen dazu ein Kapitel überspringen. Dann geht es erst weiter und zwar kommen Offenbarung 8 ab Vers 1. Da heißt es, und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Ja, und hier ist natürlich vor allem eins. Wir schauen uns jetzt nicht die sieben Posaunen auch noch direkt hintereinander an, aber bis hierhin sehen wir schon mal die ersten sieben Siegel, während der siebte Siegel geöffnet wird, entstehen nämlich sieben Engel, die dann in ihre sieben Posaunen stoßen und dann kommen weitere Plagen, Feuer fällt vom Himmel und die Erde wird auch einiges überstehen müssen an Plagen und an Wesenheiten, worauf ich jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Könnt ihr ja gerne selbst nachschauen. Die sieben Posaunen kommen und wir schauen uns mal die sechste Posaune an. Da heißt es nämlich in Offenbarung 9, Vers 13 und dann etwas weiter ab Kapitel 20, ab Vers 20. Und der sechste Engel stieß in die Posaune.
Und dann schauen wir mal, also dann kommen die ganzen Plagen und dann danach wird berichtet, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Man könnte also in der Tat sagen, wie Jesus schon sagte, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Sehen wir heute ja schon. Links gegen rechts, arm gegen reich, alt gegen jung, ja, und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall hier sehen wir, dass es in der Endzeit auf jeden Fall immer noch Menschen gibt, die Dämonen anbeten und Zauberei betreiben. Deswegen ist es immer noch wichtig, weiterhin über diese okkulten Phänomene zu berichten, damit die Menschen die Hände weg davon lassen. Denn die Seele kann der Teufel vielleicht an Menschen glauben machen, dass er sie gekauft hat, aber durch Jesus Christus können diese Menschen wieder befreit werden von diesem Pakt mit dem Teufel. Und zum Abschluss, wir wollen nach diesen ganzen Plagen und so weiter natürlich auch eine gute Botschaft zum Ende noch dalassen in dieser ersten Folge, und zwar die siebte Posaune. Da heißt es in Offenbarung 11, Vers 15: Und der siebte Engel stieß an die Posaune, da ertönte laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann beginnt nämlich das Zeitalter bzw. das Königreich des Messias Jesus Christus, weil dann das okkulte Zeitalter des Teufels zu Ende ist und er für 1000 Jahre sozusagen angekettet wird, bevor er dann nochmal kurz losgelassen wird. Aber dann kommt letztendlich auch ein neuer Himmel und eine neue Erde. Darauf gehen wir heute nicht drauf ein. Das war der erste Teil der neuen Serie, das Buch der Offenbarung, die sieben Siegel und der Anfang der Endzeit. Wir sehen, es kommt einiges auf uns zu, deswegen müssen wir wachsam sein und andere warnen, damit sie auch vorbereitet sind, so wie wir es sein müssen. Und dann schauen wir mal, wann die nächste Folge kommt. Das kann ich noch nicht ganz sagen, aber wir werden die Geschehnisse auf der Welt im Auge behalten. Möge Gott euch segnen im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.